Ich versuche wiederholt den einzigartigen Forellenbarsch in Florida zu holen. Ich habe jetzt ein bisschen Videos geguckt. Auf dem neuesten Video waren wir hier bei 60 cm Tiefe. Ich habe jetzt bei 50, drei Trophys, also bleibe ich bei der 50er. Birnenförmiger muss sein, genauso wie hier die 360er sein muss. Und zwar die entweder Green Beer oder sinngemäß die Brutus. Macht an Schnur rauf, was er wollt. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied inzwischen mehr, was ihr für Schnur da drauf habt. Ihr kommt mit allen ungefähr genauso weit. Ich habe da Wurftests gemacht und habe festgestellt, ich werfe auch nicht weiter, wenn ich jetzt die feinere Schnur nehme oder die dickere Schnur haben. Kein großer Unterschied. So, wir brauchen bewölkt 18 bis 19 Uhr und müssen auf 53 Meter werfen. So, ich spule mal vor, oder besser, ich zeige euch nochmal den Spot. Wir sind hier hinten. Auf dem letzten und wir spulen vor gleich auf die 18 Uhr wieder und hoffen, dass dann der einzigartige fällig ist. Ich mache jetzt ein bisschen miese, wenn ich nicht mehrere Tage bleibe, also werde ich wahrscheinlich das durchziehen. Wir schmeißen in die Richtung hier rechts, der rechteste Kanal. Hier sind so zwei Seerosenfelder. Wir peilen da hinten auf die Ecke vom Schilf an oder in Mitte praktisch von diesem Seerosenfeld und versuchen gezielt auf 53 Meter kommen. Da ich denke, KP Shimino hat recht und länger getestet wie ich. Und er meinte eben, wir haben zu viel Beifang an Augenflecken, Barschen. Müssen wir halt auch wirklich gezielt auf die 53 Meter. Er hatte wohl bei 52 relativ wenig Forellenbarsche und einige Augenfleckenbarsche. Ich kenne jetzt kein aktuelleres Video, also kann ich es jetzt nicht bestätigen. Ich will den aber unbedingt haben, also habe ich mir gesagt, setzen wir uns hin und angeln drauf. Wir müssen ein bisschen warten, hier soll es eigentlich immer ganz gut beißen. Ich habe hier nie allzu lange gewartet, gebissen als immer. Das sieht immer brutal aus beim Anschlag, aber naja, das hat nicht viel zu sagen. Das brutal beim Anschlag aussehen hat nicht dazu geführt, dass wenn der Fisch sozusagen im freien Wasser und nicht mal in Seerosen war, dann besonders groß war. Es zuppelt immer noch weiter rum, schön, wenn er schnell beißt. Entweder haben wir dann schnell den einzigartigen oder versuche oder mehr Zeit den einzigartigen zu bekommen. Wenn der Ewigkeit rumzummelt und mich abzieht, dann hilft mir das herzlich wenig. Zumal er den auch vielleicht weiter nach vorne zieht und da weniger Chancen auf den einzigartigen sind. Das ist Drecksvieh. Ich werf neu aus, das ist mir zu lasch hier. Also die Schnur, da könnt ihr schon wieder ran sein wollen. Die 53 Meter Schnur heißen nicht, dass es auf 53 Meter ist. Wenn der sich auf euch zubewegt, der Schnur, dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber es ist ein bisschen assi, überhaupt den Spot so zu machen. Also ein bisschen wenig nach, ein bisschen wenig hören. Wenn ich so einen Spot habe und reduziere die Wurfweite der Ruten, dann muss ich den Spot auch irgendwo anders hinlegen. Vielleicht gibt es einen anderen Spot, das hat bis noch keiner rausgefunden, wo. Den kann ich wieder einrollen. Der ist doch niemals auf 53 Meter. Und auch noch daneben. Ja, da kostet mich Zeit und Zeit und Zeit und Zeit, bloß weil der erste Vollidiot von Fisch gezuppelt hat. Das ist ein bisschen fies, das Programm so zu programmieren. Ein Spot, der scheiße ist und dann, wo du dich darauf verlassen musst, dass der Biss so gleich kommen muss und der Biss nicht kommt. Und du dann einfach wieder einkurbeln musst. Wenigstens ist er dort gelandet, wo er soll. Der nächste große Scheiß ist, der nächste Tag ist ein Sonnentag und da müsste ich wieder vorspulen. Solange ich jetzt ein paar Barsche fange und ja, wieder so auf 100, 150 komme. So möchte ich meine Anschläge haben. Also gleich, direkt, knackig, gar nicht durch. Das ist jetzt ein normaler, das darf nicht mal ein Trophy sein. So langsam deucht mich, es wäre sinnvoller, den Medium zu nutzen.
Ich will das jetzt bloß ein, zwei Tage nochmal probieren, ein, zwei Angeltage, also immer mit Vorspulen. Da möchte ich nochmal gucken, was da passiert. Und ab wieder hinter. Der müsste perfekt sein. Und somit auf 53 Meter, ja. Man sieht zwar nicht viel von der Pose, aber ich wollte sie doch nicht verstecken vor der Angelspitze. Man sollte den kleinen roten Fleck da hinten suchen. Ich habe mir extra einen rausgesucht, der leuchtet. Bisschen rumgeaast. 300 Gold ausgegeben, so die letzten Tage, nicht ganz. Naja, das ist wieder nicht der einzigartige, ja, das ist wieder die scheiß Seerosen. Es tut immer so, als es ist so nervig, weil man denkt, man hat den Großen jetzt endlich im ersten Moment und dann sind es bis die Seerosen, wo man ihn wieder durchzieht. Es ist nicht mal ein einzigartiger, nicht mal ein Trophy, geschweige denn der einzigartige. Und dann ist schon wieder der Luftbug hier. Das ist doch kein Luftkissenboot, sondern ein Fisch. So, vielleicht gehe ich doch mal auf 60 runter, wenn KP Chamino das hatte. Der wird schon seine Begründung dafür gehabt haben. Vielleicht war es das Glück zum Anfang, dass die ersten zwei Trophys vorhin waren. Im ersten Videoversuch. So, und ab raus prügeln hier. Da, der könnte daneben gegangen sein. Der könnte auf 52 sein. Warum die immer nach rechts kippt, die Scheißpose? Ja, da haben wir es schon. Ich habe es ja gemerkt, also manchmal merkt man es schon vorher, dass das vom Wurf her suboptimal ist, wenn man genau weiß, wie groß der Monitor ist, wo der Balken sein muss. Und das kostet halt alles Zeit, dieses Einkurbeln. Jetzt versaue ich es wieder total. Das ist immer das Typische mit der Übertragung. Ich habe so das Gefühl, dass die dafür sorgen, dass man manchmal ein bisschen daneben klickt, dass da so Latenzproblemchen sind. Dass man so Glitches hat und sowas. Der sollte auf 53 gehen. Jupp. Der ist hinten in den Seerosen. Eigentlich früher war es so, er sollte dahinter sein. Es beißt doch schon. Wenn er mal ein bisschen länger jetzt so groß bleibt, dann glaube ich an den Trophy. Dann glaube ich auch mal an Einzigartigen, aber ich glaube der Einzigartige ist nicht, der wird wohl wieder so ein 3 Kilo Trophy sein. Ich meine, fighten kann der bei der Route und der Schnur eigentlich nicht so richtig. Es klackert, was ist denn los? Vielleicht ist das doch der Einzigartige, aber ich glaube eher an Trophy. Der arme KP Chamino, ich glaube, der hatte das DLC, weder das St. Patrick's Day DLC noch hat er die Brutus-Routen. Jetzt kann man ja guten Gewissens auch die DLC-Routen benutzen, weil es sind nichts weiter wie die Brutus bzw. die Double Punch-Rollen dazu. Und die brauchen wir eigentlich auch, die gehören irgendwie ins Spiel rein, weil wir hätten sonst Probleme mit unseren Spinning-Rollen. Und wir haben den einzigartigen endlich. Juhu, da ist er. Da ist er, der Drecksack. Machen wir schnell einen Screenshot und stellen den für euch ein. Freut mich, dass das geklappt hat. Jetzt möchte ich noch den einzigartigen Augenflecken-Sonnenbarsch haben. Ich unterbreche das Video ganz kurz und mache ein neues. Und dann geht's los.